Lernst du Japanisch? Genau, natürlich das ist der nächste Punkt. Haha, okay. Arigato gozaimasu. Sumimasen. Sumimasen, okay. Kore? Aha. Hitatsu? Hitotsu. Hitotsu. はい、皆さん、こんにちは。えだでーす。今日は、ママです。ママです。今日は、両親と一緒に動画を撮りたいと思います。今日の動画は、両親と日本の関係とか、これからの予定とか、旅行した経験とか、そういった話をしたいと思います。Also heute soll es darum gehen, unsere Reiseplanung für eure kommende Japan-Reise. Und natürlich im Zuge dessen auch, was ihr schon in Japan gesehen habt, was euch da gefallen habt und was ihr jetzt dieses Mal machen möchtet. Und dann schauen wir mal, worüber wir sonst noch reden. Wann wart ihr denn das letzte Mal in Japan? 2013 im Mai. Schon. Also ihr wart im Mai 2013 in Japan. Für wie lange? Drei Wochen. Ich glaube, drei Wochen waren es schon. Ja. Und an was könnt ihr euch dann noch am meisten erinnern? Oder was oh, an vieles. An viele Dinge. Also Kyoto hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr schöne Tempel hat überall. Mhm. Auch dieser goldene Pavillon, das ist aber, ich weiß jetzt nicht, ob es Kyoto ist. Das war Kyoto, ist. Kyoto. Ja, ja. Mhm. Hiroshima, dieses Atombomben. Genau, Museum. War sehr interessant. Ja, finde ich auch. Und dieses dieser Tempel auf der Insel, der war sehr schön. Mhm. Welcher war das? Miyajima. Mhm. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und diverse andere Tempel, die Bambuswälder. So viele Tempel. Ja, ja. Tokio war mir zu urban. Ja. Also ist nicht so mein Geschmack. Also aber überhaupt. Finde ich Japan sehr urban. Ich mag lieber die Gegenden, wo mehr Natur ist. Wie ja, Takayama. Hakone. Ja, Hakone. Hakone, ja. Wo wir im Ryokan übernachtet haben. Ja, mit der Aussicht des Fuji, wo wir ja am Abend essen oder im Bad. Das war ganz toll. Das war cool, ja. Ja, das war super. Jo. Ja, und das war euer erstes Mal Japan. Mhm. Und das war auch euer letztes Mal Japan. Leider, ja. Ja. Genau, und deswegen, weil es jetzt auch schon wieder 10 Jahre her ist und ihr eure Tochter nicht liebt. Doch, ah, doch, doch. Doch, doch, doch. Wir lieben unsere Tochter so sehr, dass sie immer zu uns kommen darf. Ah, das ist aber nett. So nett von euch. Genau, also dann jetzt eben dieses Jahr das erste Mal in über 10 Jahren wieder nach Japan. Mhm. Wir freuen uns drauf, weil wir viel besser vorbereitet sind, nachdem wir ja so viele Videos schon gesehen haben. Ja, das stimmt natürlich. Und uns das jetzt doch sehr viel mehr interessiert als früher, weil du ja dort lebst. Mhm. Und die Schwiegereltern und der Taka und so. Und wir finden Japan, also die Sendungen, die wir auch im Fernseher so sehen, sehr, sehr interessant. Und deshalb freuen wir uns ein bisschen anders, weil damals war das alles sehr neu und inzwischen wissen wir ja ein bisschen mehr und dann wird es bestimmt ganz toll sein, es zu erleben. Und wir bleiben auch 2-3 Tage länger. 2-3 Tage nur? Achso, ich hatte da irgendwie anderes gehört. Genau, wie lang soll es denn werden? Wissen wir noch nicht, das müssen wir noch planen, aber ich schätze mal irgendwie von Anfang November bis Mitte Dezember oder vielleicht auch länger. November, Dezember nicht. Im Dezember hast du gesagt, ist es dann schon kühl. Ja, aber nicht so kalt wie hier, deswegen. Genau. Genau, und dann, wenn es geht, dann könnt ihr genau im Haus von den Schwiegereltern unterkommen oder ich bei weiß uns. Es nicht. Bei uns in der kleinen Wohnung, auf einem Futon, in Takas Arbeitszimmer, wie wäre das? Super Idee. Ja, Futon auf dem Boden geht doch. Ja, haben wir auch gemacht. Ja, genau. Klar. Die Zeit November, Dezember war ja jetzt einerseits deswegen ausgesucht, weil ich ja gesagt habe, es ist meine Lieblingszeit, eben dem Herbstlauf. Genau, und ich wollte es auch ganz gern so sehen mit dem Herbstlauf. Da ist noch die Frage, wie lange kann man eigentlich als Tourist in Japan bleiben? Es sind 90 Tage ohne Visum und dann kann man es sogar nochmal, wenn man will, 90 Tage verlängern. Ah, also, oder viele machen auch einen Run nach Korea. Also einmal ausreisen, dann wieder einreisen, dann kriegst du nochmal wieder ein 90-Tage-Visum. Ganz ohne Probleme, ohne dass man irgendwo aufs Amt gehen muss oder so.
Und ja, solche Sachen wie Südkorea oder sowas, das bietet sich natürlich auch an, weil viele Leute, die Interesse haben an Japan, haben dann auch ein bisschen Interesse in Südkorea zu sehen. Mhm. Und genau, das machen viele so. Mhm. Und ich habe immer noch nicht Südkorea besucht. Wenn ihr das also machen wollt, kann man das gerne machen. Schauen wir mal. Ja. Was wollt ihr denn in Japan machen, wenn ihr dann im November, also, Dezember da seid? Vor allem hängen wir uns an dich. All die Sachen, die wir jetzt so gesehen haben, da würden wir auch immer gern dabei gewesen sein. Ja, das ist dann schon sehr viel. Ja, ja. Ja, also, alles, was in der Natur ist. Ja, oder auch die Foodtouren. Genau, alles, was es zu essen gibt, egal was es ist. Ja. Ja, und eben schöne Natur natürlich. Genau. Und vor allem auch, was mich auch reizen würde, wäre halt der Süden. Der Süden! Die Okinawa, die Inseln und das Meer. Und ja. Aber November, Dezember ist dann schon recht spät. Ja, ich weiß. Das ist keine Saison mehr. Und wenn dann wirklich ganz Anfang November. Die erste Novemberwoche. Ja. Am 31. Oktober machen die ganzen Pools zu. Oh, okay. Und na so. Gut, aber Pool brauche ich nicht. Ja, das weiß ich schon. Also es sind dann nicht mehr so wahnsinnig viele Leute auch im Meer oder so, aber man kann das schon machen. Das haben wir auch schon mal gemacht, ja. Anfang November. Genau. Also das Hauptproblem ist ja wirklich, ich kann mir nicht einfach hier so 2 Monate frei nehmen. Nein, nein, schon klar. Ich muss natürlich auch weiter arbeiten. Das heißt, ihr... Nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Im November muss ich auch noch arbeiten und im Dezember auch. Aber es sind nur so ein paar Stunden am Tag so als Eigenselbstständiger, ja. Und so. Das ist ja was anderes. Jo. Ich kann die Stunden auch am nächsten Tag natürlich machen. Mhm, oder früh morgens, bevor du losgehst. Oder abends, wenn ihr da seid. Wie die Stunden halt, der Unterschied. Ach so, Zeitunterschied, ist dann eher abends. Und wie die Kundschaft halt eben Probleme hat. Genau, also um Nagoya rum würde ich euch dann auch viel irgendwo nur hinschicken. Ja. Mhm. Aber in Nagoya selber kann man natürlich dann auch schön viel an den Wochenenden machen und natürlich abends irgendwie auch essen gehen. Und alles Mögliche, da können wir schon, ja, haben wir schon angefangen, so eine kleine Liste zu machen, dass wir Magome zu Magota wandern gehen oder sowas. Wakayama, da wo man im Tempel übernachten kann. Ja, so. Oder da so die Kumano Kodo, dieser Pilgerweg. Das würde ich gerne machen. Oder so, das muss man halt alles ein bisschen besser planen, weil das ein bisschen weiter auch weg ist dann. Und natürlich Onsen-Besuche. Ganz schöne, ganz viele Onsen-Besuche. Überall. Genau, und dann war ja die Idee, dass wir vielleicht über Weihnachten irgendwo in ein Onsen-Ryokan gehen. Genau. Weil Weihnachten in Japan ja eh nicht so das ist, was es in, was wir kennen, in Deutschland ist. Und deswegen können wir dann stattdessen Urlaub machen und entspannen und was Leckeres essen und im Onsen dümpeln. Und ein bisschen wandern. Nur ein bisschen. Also weißt du was? Der Taka, der Taka kommt mit, der wird so happy sein, wenn ihr dann da seid und jedes Wochenende wandern gehen wollt. Er kommt mit. Der wird sich so freuen. Wir tun ihn an der Leine ziehen. Die Schwiegereltern, die wollen wandern. Jedes Wochenende. Ja, und ich will ihnen die Schönheit der Natur zeigen. Genau. Das glaubst du aber auch nur du. Was möchtet ihr denn essen? Alles. Okonomiyaki, Sushi, Shabu-Shabu. Shabu-Shabu, mit alles, gutem Rindfleisch. Ja. Genau. Alles, was das Land bietet. Also ich habe bis jetzt nichts gefunden, was mich so wirklich abgestoßen hätte, außer Natto. Ja, Natto. Aber alles so Algen und Sushi Aal. Und Aal. Ja. Und Schrimps und alle Krebs. Krebs, im Winter ist Krebssaison. Ah. Genau. Also können wir schön irgendwo Krebs essen. Oh ja. Ja. Ja, sowas. Also da würde ich mich schon sehr freuen. Gut, das kriegen wir hin. Lernst du Japanisch? Genau, natürlich, das ist der nächste Japanisch. Punkt. Mama, du lernst ja gerade Japanisch. Nein, nicht wirklich. Nur ein bisschen. Hi. Genau. Dann darfst du jetzt mal erzählen, was du so in der letzten Woche Japanisch gelernt hast. Okay.
Haha. Okay, heißt Mama. Mama. Chichi. Okay. Papa. Ototo. Arigato gozaimasu. Itadakimasu. Oh, wichtig, ja. Gochisousama deshita. Gochisousama. Gochisousama deshita. Sumimasen. Sumimasen, okay. Kore. Hitatsu. 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 Mata ne. Ocha. Ocha. Genau, hat der Papa auch was gemerkt. Miso. Kori nashi kudasai. Oh, jetzt wird's ja langsam. Doch gut. Vor der Kamera geht's dann auf einmal. Ich bin ja anstrengend. Ja. Deine Selbstvorstellung? Konnichiwa, watashi wa Sandra desu. Oh, sehr schön. Ja. Sehr gut. Ja, und ich glaube, das war's aber schon. Okay, naja, du hast ja noch. Oder Biru. Ein paar. Oh, Biru. Ja. Und wie sagt man schwarzes Bier oder dunkles Bier? Oder wie heißt das? Kuro Biru. Kuro. Weil Kuro ist schwarz. Kuro Biru. Also doch aus Kuro Biru. Oh, ja, ja, vielleicht. Kuro Biru. Kuro Biru. Kuro Biru. Dabei. Ja. Genau. Wie heißt nochmal nicht Danke, warum heißt nicht danke? Oder so? Nein, danke. Oder ah, nein, danke. Daijoubu desu. Daijoubu desu. Das muss ich noch lernen. Okay. Das muss noch ins in Kopf. Genau. Also, weil die Japaner nicht Nein sagen. Genau. Wir müssen jetzt kurz darüber reden, warum ihr überhaupt so 6 Wochen oder 8 Wochen lang nach Japan kommen könnt. Weil, also auch die Durchschnittsdeutschen, die ja viel Urlaub machen, machen ja auch keine 6 Wochen Urlaub. Nein. Oder 8 Wochen Urlaub. Kenne ich nur ganz wenige Leute. Das geht dann auch erst nach der Rente. Aber auch sonst wird, also ich meine, das letzte Mal, als ihr auch in Japan wart, war ja 3 Wochen da. Ja. Was ja gar nicht so ungewöhnlich ist. Ja, 3 Wochen ist schon lang für einen normalen Urlaub. Also ich sag mal, die meisten Deutschen, sag ich mal, die machen 14 Tage irgendwo, außer du fährst, also du fliegst wirklich weit weg. In so einem Land, was auch sehr viel bietet. Also, sag mal, gerade Leute, die in die USA fliegen, ja, die machen, die machen bestimmt länger. 3-4 Wochen, weil die wollen natürlich das ganze Land sehen. Ja, aber für uns Deutsche ist es normal, dass wir sagen, ja, ja, 14 Tage irgendwo hin. Wenn die Japaner sagen, die gehen nach Europa, dann gehen die 5 Tage. Maximal. Eher 3 bis 5. Ja, und das wäre für uns einfach nicht. Nein, das wäre uns zu stressig. Also, ja. Und die Japaner brauchen auch immer volles Programm. Es muss alles durchgetaktet sein. Von morgens bis abends. Man muss halt genießen können. Nein, also da sind wir ganz anders. Also wir, okay, Frühstück, ja. Gemütlich um 10, dann, nicht um 7. Ja, genau. Und dann also erstmal ausschlafen, dann Frühstück, gemütlich, wenn es geht. Manchmal muss man ja bis 10 fertig sein, weil die Hotels ja dann abräumen. Ja, genau. Aber ansonsten lassen wir uns möglichst nicht irgendwie stressen mit zeitlichen Rahmen. Also ich würde so eine Japan-Reise, wie es die Japaner möglicherweise nach Deutschland machen, nicht machen. Nein, wollte ich gar nicht antreten. Ja. Nicht mal wollen, ich würde es nicht tun. Also, in dem Sinne ist auch das Verhältnis der Deutschen von wie wichtig Urlaub ist und sowas, glaube ich, ganz anders als es für Japaner ist. Ja. Ja, ich sag mal, die meisten Deutschen, die wollen Urlaub wahrscheinlich wirklich zum Relaxen und Erholen. Es gibt solche in den Dorf. Ja, ja, aber ich sage ja, die meisten, oder sagen wir vielleicht 2/3, 1/3 oder sowas. Ich glaube auch, dass junge Leute natürlich anders ticken als Leute im Mittelalter mit Kindern. Und ja, dann wiederum ältere Leute, die dann schon sagen, ja, meine Kinder sind aus dem Haus, die gehen nicht mehr mit uns mit. Wir gucken uns jetzt Sachen an, die wir früher ausgelassen haben. Kulturell. Oder? Genau. Ja, das stimmt. Ja. Würdest du sagen, wir Deutschen geben viel Geld aus für Urlaub? Ja. Ja, glaube ich schon, dass viele Leute... Das ist so ein Hauptziel vom Leben, dass man ein bisschen in die weite Welt geht und was erlebt. Ja. Und was sieht und genießt. Das Essen oder das Ambiente und so. Ja. Und die Kultur. Richtig. Und das mögen wir schon sehr. Also wir zwei, ja. Aber es gibt genügend Deutsche, die sagen,
Ja, ich war an den Fürwaldstädter See schon die letzten 14 Jahre, da kenne ich jeden. Ja, gibt es natürlich auch. Ja. Aber ich meine, das ist in Japan auch so. Also es gibt zwar wahrscheinlich im Ganzen weniger Leute, die ins Ausland reisen, als die im Inland reisen. Also die Japaner im Allgemeinen machen sehr, sehr viele Urlaub im eigenen Land halt, aber das machen wir Deutschen ja eigentlich ja, auch. Ja, machen wir auch, ja. Ja, oder in die quasi direkt. Nach Bayern. Viele kommen nach Bayern Urlaub, weil es so schön ist. Ja. Oder wir nach Italien. Oder nach Österreich, weil es halt auch schön ist und die Leute sprechen eben auch mehr oder weniger Deutsch. Das lassen wir die Österreicher nicht hören. Ich glaube, die wollen sich da auch schon abgrenzen. Das ist ja auch in Ordnung, ja, dass die ihre eigene deutsche Sprache entwickeln sozusagen. Ja, jeder hat so seine Mundart und das ist ja in Ordnung. Ja. Und dass wir uns freuen, die Schwiegereltern zu sehen. Ah, schön, genau. Ihr freut euch, die Schwiegereltern zu sehen. Ja. Aber nicht den Taka. Den nehmen wir auch mit. Ja. Zum Wandern. Zum Wandern, genau. Nur zum Wandern. Mit seinen vielen Paar Schuhe, wir, die er wir werden natürlich auch. Wir werden natürlich auch mal vor Ort Bier-Tasting dann natürlich machen. Ah, ja, gut, das könnt ihr zusammen machen, ja. Das stimmt. Oder auch meinetwegen ein Whisky-Tasting, weil... Ja, also wir haben ja große... Ja. Oh ja, auf jeden Fall. Also es gibt da eine Whisky-Bar in Nagoya, wo wir vor kurzem waren. Die haben so viele unterschiedliche Whiskys. Ja, japanische ja alle? Nee, auch ausländisch. Also alles. Mhm. Genau. Ja. Also wir, natürlich, wenn ihr jetzt dann nach Japan kommt, dann ist natürlich auch... Taka möchte natürlich auch, dass ihr ganz viele Videos mit uns macht. Ja, da muss er uns gut bezahlen. Nein, da muss er auch ganz viele Sachen mit uns machen. Ja, genau. Ja. Also ihr kriegt dann teures japanisches Essen. Ja. Schöne Ryokan mit schönem Onsen. Ja. Und er kriegt die schönsten Views draußen in der Natur mit uns. Richtig. Und wir machen die schönsten Videos mit ihm. Genau. Und dann... machen wir wunderschöne Videos. Ja. Genau. Das ist der Plan. Ja. Gut, dann wäre das geklärt. ということで、この動画はここで終わりにします。ちなみに皆さんは、私たちの両親がやってほしいことがあれば、ぜひコメントで書いてください。私たちはまだいろいろ企画中なので、ここに行ってくださいとか、そういうことがあれば、ぜひ書いてください。楽しかったなら、いいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でも会いましょう。バイバイ。はい。